Offenbach am Main. Die Polizisten Klaus Preis und Daniel Wenzke arbeiten für die Arbeitsgruppe Tuner, Raser und Poser, kurz AG Trupp. Wir sind unterwegs von Offenbach und Main-Kinzig-Kreis. Wir sind auf der Suche nach Tunern, Rasern und Posern, wobei die Tuner uns weniger interessieren, mehr die Poser und die Raser und vielleicht auch illegal umgebaute Fahrzeuge. Es dauert nicht lange, da entdecken die beiden ein Motorrad mit einem auffälligen Mangel. Bitte sei rot. Ja, wunderbar. Und schnapp in die. Hallo Polizei! Wann kam die Zündung aus? Eine Kontrolle. Ja. Ich hätte gerne mal Führerschein, Fahrzeugschein gesehen, bitte. Oh, schieben Sie kein Motorrad, kann man darüber. Ja, alleine. Auf der Straße stehen, oder? Ja, genau. Ziehen Sie den Helm gerade mal aus, bitte. Bitte? Den Helm bitte ausziehen. Klaus Preis beginnt die Kontrolle mit der entscheidenden Quizfrage. Eine Frage. Wissen Sie, wie steil ein Kennzeichen montiert sein darf? Nee, aber das Original. Können Sie drauf gucken, steht ein Original. Negativ. 30 Grad. Das ist wahrscheinlich nur hier so ein Schwanenhals und der ist nicht mehr dabei. Bei uns ist das trotzdem ein Löschen Betriebserlaubnis. Wegen dem Kennzeichen? Mhm. Weil die Ablesbarkeit erschwert wird. Ja, jetzt aus 5 Metern natürlich nicht. Aber jetzt habe ich ein bisschen Abstand zu Ihnen, dann wird das erschwert. Je steiler der Winkel wird. Ja, Sie haben dafür Zeuge zu tragen, dass höchstens 30% ist. Ja, ich habe hier halt ein originales. Da steht sogar eine Teil- und Artikelnummer drin. Ja, das mag sein, aber der ist nicht vollständig. Da gehe ich auch stark davon aus. Bei einem Mai hat der so einen Schwanenhals noch, da wo so runtergeht. Den habe ich nämlich so eingebaut. Also kein Problem. Dann googeln wir mal, dann gucken wir mal ein Bild, wie das Original aussieht. Das ist ja kein Thema. Jetzt suche ich das Modell gerade noch raus, aber das, was ich jetzt aktuell finde, ist der Kennzeichenhalter deutlich vom Leitungswinkel geringer, als wie der hier ist auf dem Motorrad ist. Wenn es umgebaut wurde, ja, kann es sein, dass von einem anderen Modell was angebaut wurde, dass es einfach dran passt, aber nicht für das Motorrad wäre, müsste ich einen anderen Kennzeichenhalter besorgen. Ganz oben ist das. Bin schon länger. Aber wissen Sie, der Polizist ist halt immer ein bisschen neugierig und hinterfragt halt die Geschichte. Ja, ne? Klar, verstehe. Wenn es jetzt kein Original-Tacho ist, wer sagt mir, dass der wirklich die Geschwindigkeit anzeigt, die er anzeigen soll? Es scheint wohl so, dass dieser Kennzeichenhalter für die Modelle ab 2005 wohl ist. Ja, passt wahrscheinlich dran, denke ich mal. Ob er jetzt dafür erlaubt ist, weiß ich nicht. Aber das Problem ist, der Kennzeichenwinkel ist zu steil. Genau. Ja, und wie er das jetzt behebt, ist eine Sache. Genau. Wir müssen jetzt zusehen, wie sie es halt ein bisschen flacher wieder kriegen. Ja. So ist es halt so steil. Okay. Wie lange habe ich Zeit dafür? Weil ich bin jetzt 3 Wochen im Urlaub ab morgen. Dann gehen wir Ihnen die 3 Wochen. Des Weiteren fehlt ja auch eine Schraube vor dem Auspuff, gell? Das ist eine Schraube, ja, da fehlt eine Schraube. Ich will hier jedes Mal schrauben. Bei dem Motorrad, okay, mit Einzylindern oder Zweizylindern, da müssen Sie selbstsichernde Muttern nehmen, sonst fallen die immer wieder raus. Ein Winkelmesser zeigt, wie steil das Kennzeichen angebracht ist. Hier hat er knapp 45 Grad. Aus 5 Meter Entfernung kann ich das definitiv noch ohne Probleme lesen. Aber je weiter ich weggehe, umso steiler wird das Jahr und ich kann es nicht mehr lesen. Und die Ablesbarkeit muss ab 20 Meter nach hinten, ich glaube 20 Meter, also dann mich nicht festnageln, nach hinten definitiv gegeben sein. Und da sagt der Gesetzgeber bzw. die Physik, wenn das 30 Grad ist, ist es gegeben, alles drüber erschwert es. Ab 50 Grad sagt man sogar, also könnte man sogar so hergehen, dass man sagt, jetzt ist eine Straftat erfüllt, also Kennzeichenmissbrauch. Der will, dass sein Kennzeichen nicht erkannt wird. Das liegt hier zwar nicht vor, aber die Betriebserlaubnis ist trotzdem erloschen. Was der Fahrer nicht so recht einsehen will. Sagen Sie, was machen Sie berufsmäßig? Dürfen Sie mal bei uns mitfahren einen Tag? Und dann stelle ich Ihnen verschiedene. Ich bin schon hinterher gefahren. Dann stelle ich Ihnen verschiedene Kennzeichenwinkel ein. Und Sie werden sehen, es gibt wirklich einen extremen Unterschied. Ich kann es korrekt lesen. Das ist vom Gesetzgeber echt schwachsinnig mit den 30 Grad. Das hat schon alles seinen Grund, glauben Sie mir. Ja, aber das geht ja. Ist nicht gut, ne? 30. 30 ist Maximum. Der Fahrer erhält eine Mängelkarte. Um seine Betriebserlaubnis wiederzubekommen, muss er das Kennzeichen korrekt anbringen.
Schauen Sie her, das ist diese Mitteilung über Fahrzeugmenge. Eigentlich wäre das Ding in der Garage und ich wäre schon auf dem Weg nach Italien gewesen. Wäre vielleicht besser gewesen heute. Okay, dann aber trotzdem schönen Urlaub. Ne? Danke. Allzeit gute Fahrt. Ja, gleich. Und wir sehen uns dann am Urlaub. Ne? Okay, danke. Ja, ciao, servus. Klaus Preis und Daniel Wenske fahnden weiter nach Tunern und Posern auf den Straßen von Offenbach. Und entdecken bald den nächsten Kandidaten. Ja, oh. Ach, guck mal da. Von uns, also, ich habe was gehört. Ja, wir haben was gehört. Und zwar einen dröhnenden Auspuff. Wir haben jetzt einen Zweier Golf gesehen oder vor uns, der sichtlich umgebaut ist. Andere Felgen, anderes Fahrwerk, andere Abgasanlage, das haben wir auch schon gehört. Den folgen wir jetzt mal und bei Gegebenheit halten wir nochmal an. Nix mal an. Okay. Das wird er wahrscheinlich nicht sehen, muss wahrscheinlich blau mit anmachen. Mal blau mit an. Bei ihrer Arbeit vertrauen die Tuning-Experten auch auf ihr Gehör. Auffällige Motorengeräusche bedeuten meistens, hier ist nicht alles original. Einmal den Führerschein und den Fahrzeugschein bitte, Verkehrskontrolle. Ich habe meinen Führerschein dabei. Den Führerschein? Ja. Den Fahrzeugschein haben Sie nicht? Den habe ich leider nicht dabei. Ich kann alles nachträglich sofort einreichen. Ich habe mich eingeschränkt. Das tut mir leid. Ich haben Sie den schlecht vorbereitet. Okay, ein paar Gutachten oder sowas für mich noch dabei? Weil es hat da ein bisschen was am Fahrzeug gemacht. Ich müsste alles, ich kann sofort nach Hause, sofort die Sachen holen. Gut. Das können wir jetzt machen. Ich kann wirklich problemlos also das vorlegen. Da schauen wir jetzt einmal, was da eingetragen ist. Ein paar Auffälligkeiten haben wir schon. Er hat vorne einen geänderten Krümmer anscheinend drin. Von daher würde ich Sie jetzt kurz mal bitten, auszusteigen, mir die Motorhaube zu öffnen. Ist das Ihr Fahrzeug, das Sie regelmäßig, nutzen? Ja. Alle Veränderungen müssen im Fahrzeugschein stehen. Davon gibt es hier eine Menge. Also Edelstahlkrümmer, ja. Endtop, die Genehmigung Supersport, ja. Vogtland, Tieferlegungsfahrwerk, ja. 60-40, mhm. Die Lenzo-Felgen, BSX. Alles hinten der Endschalldämpfer? Ist EG-Genehmigung, genau, Supersport. Ist der zusammen mit dem Fächerkrümmer abgenommen? Oder? Alles zusammen. Ist das zusammen abgenommen? Ich kann alles vorlegen. Ich guck. Das ist ein originaler GTI. Richtig, genau. 112 hat er damals gehabt, was hat er gehabt? 107 PS. Die Felgen, sind die auch eingetragen gewesen oder jetzt erst eingetragen worden? Jetzt, nee, die waren auch schon eingetragen, aber nicht in Verbindung mit dem Fahrwerk, weil ich hatte vorher ein Gewindefahrwerk drin gehabt. Okay. Und das Fahrwerk, was jetzt drin ist, kam dieses Jahr rein, weil es haartauglich ist. Ich gucke, dass das alles eingetragen war vorher. Der Herr gibt das an, jetzt hat er schon nochmal beim TÜV gewesen. Ja. Das, was hier drin steht, der größte Teil ist nicht mehr im Fahrzeug verbaut. Ja, das bräuchten wir die Unterlagen, die er jetzt neu hat, die hat er natürlich nicht dabei, genau wie kein Führerschein. Das ist natürlich sau schwierig für uns jetzt dann nachzuvollziehen, ob das alles so richtig ist. Da müssen wir jetzt mal gucken. Wir machen jetzt ganz kurz einmal eine Geräuschmessung. Okay. Schauen wir mal, wo er denn landet. Ist er noch in unserem Rahmen, dann ist alles erst einmal safe. Sie würden trotzdem von mir eine Mängelkarte bekommen, und zwar, dass Sie uns die Papiere vorlegen. Ich würde aber sagen, wir fahren jetzt kurz hier von der Hauptstraße weg, sonst kriegen wir Messung, die Sie im wahrsten Sinne des Wortes in die Pfanne hauen. Ist ne? Da ist ein Industriegebiet. Ja, dann fahren wir da vorne links rein. Okay? Ja. Die Polizisten müssen den Geräuschpegel in einer ruhigen Umgebung messen. So können sie sicher feststellen, ob der Wagen die erlaubte Dezibelzahl überschreitet. Alles klar, gut. Wir fahren mal 4000 an. Ja. Und dann kurz halten dann.